dass ich heute die Gelegenheit wahrnehmen kann, hier über, bei Ihnen über die, den Einsatz von LibreOffice, die Pros, die Cons, wo wir da stehen, berichten zu können, wie wir das in München halten. Und ich habe als erstes natürlich, werde ich Ihnen eine kurze Einführung geben, wo wir gerade stehen. Wie Matthias Stürmer gerade schon gesagt hat, wir sind in letzter Zeit häufiger durch die, unerfreulicherweise häufiger durch die Presse gegangen. Ich habe dann mal gesammelt, was denn eigentlich die Anforderungen von uns, von der Landeshauptstadt München an ein Office-Produkt sind. Das ist ein dreiseitiges Öffnen geworden, zusammengefasst. Warum setzen wir jetzt letztendlich LibreOffice ein? Das werde ich Ihnen erläutern, was uns dazu bewegt hat. Auch welche Probleme wir dabei haben, wie wir es nutzen und welche, last but not least, welche Rolle für uns da die Zusammenarbeit in der OSBA, in der Open Source Business Alliance spielt, in der Arbeitsgruppe Interoperabilität, die der Matthias Stürmer leitet, wo wir da gerade stehen und auch welche Probleme wir da haben und was der Daniel Brunner auch schon angeführt hat, die, was er versucht hat, sehr moderat zu halten, die Lizenzprobleme und die mangelnde Zusammenarbeit der unterschiedlichen Teams, das ist das, was uns natürlich schadet als aus User-Sicht. Wir haben, ich habe hier mal 16 Referate und Eigenbetriebe gelistet, die alle unten mehr oder weniger da ihre dezentrale IT haben, die sogenannten DICAs. Das heißt, diese DICAs sind dafür zuständig, die Arbeitsplätze auszurollen, die Arbeitsplätze zu konfigurieren, die Arbeitsplätze zu administrieren, also für das Lifecycle-Management, für den Teil ab Rollout bis End of Life. Dafür sind diese dezentralen IT-Abteilungen zuständig. Wir als IT@M sind für die Entwicklung des Clients zuständig, der Client-Plattform, für die Bereitstellung, für den Betrieb der Infrastruktur, also Softwareverteilung, Verzeichnisdienste. Wir sind auch zuständig für die Entwicklung von Anwendungen, für ganz spezielle Anwendungen, zum Beispiel für das Kreisverwaltungsreferat, für das Baureferat, für das Sozialreferat. Das ist das, was wir tun. Und STRAG ist die strategische Abteilung, die sich um alles kümmern sollte, was stadtweite IT-Belange sind. Das ist das Setup, wie es wir haben. Und aufgrund dieser Gewaltenteilung haben wir immer eine Menge von, ja, Absprache, Notwendigkeit, sage ich das mal euphemistisch, und die haben wir jetzt versucht, über die letzten Jahre wie folgt in den Griff zu kriegen. Auf der rechten Seite habe ich Ihnen ein Schalenmodell hingemacht. Das ist eine logische Abbildung, wie wir unsere Anwendung gegliedert haben, mit der Zielsetzung, dass klare Verantwortungsbereiche definiert sind. In der Mitte haben wir den Kernel, dann haben wir in der Schale 2 die LHM-spezifischen Konfigurationen, die wir benötigen, und Schale 3 ist dann der komplette Arbeitsplatz. Also alles, was unabhängig ist von den Anwendungen, von wo der jeweilige User sitzt, in welchen Referaten, das ist alles komplett Schale 3. Dafür sind wir als IT@M ganz klar zuständig, das liefert unser Linux-Client, das ist der generelle Content. Und dann haben wir in der nächsten Schale, das ist die Fachschale, haben wir die Anwendungen definiert, die referatsspezifisch sind. Die können jetzt referatsübergreifend sein oder nur für ein Referat, wie auch immer. Und da haben wir schon einige Anwendungen, da liegt bei uns die Komponentenverantwortlichkeit, also das Lifecycle-Management kurz gefasst. Aber viele Komponentenverantwortliche für andere Anwendungen liegen maßgeblich bei den Referaten. Das ist für uns ganz wichtig, damit wir im Rahmen dieser Gewaltenteilung auch wissen, im Lifecycle-Management, wer für was wann zuständig ist, was passiert, wenn ein Vertrag endet, was passiert, wenn sich ein Lizenzmodell ändert. Und all diese Dinge müssen so geklärt werden. Das ist das eine. Das andere ist die Release-Strategie, die wir für den Linux und für den Windows-Client definiert haben. Für den Linux-Client leben wir das schon länger, für den Windows-Client sind wir jetzt gerade dabei, das aufzusetzen. Wir haben in Zusammenarbeit mit diesen dezentralen IT-Referaten, haben wir gesagt, ungefähr Pi mal Daumen, wir machen ein Release pro Plattform pro Jahr. In der Regel größeres Release. Es gibt kontinuierliche Security-Updates. Wir haben zwei Releases pro Plattform, supporten wir immer. Das heißt, das kommt daher, weil die Referate sagen, wir möchten eigentlich nur jedes zweite Jahr ein signifikantes Update machen. Und dadurch tradieren sich die alten Releases, haben wir gesagt, wir supporten immer zwei, und wir haben grundlegend Release-Typen, klar, wir haben Major-Release-Typen, die basieren auf den LTS-Releases von Ubuntu, und wir haben Minor-Release-Typen, das sind Feature-Releases. Support bedeutet, es gibt neue Features, wir integrieren die Fixes für die Bugs, und das alles wird dann zur Verfügung gestellt. Das ist unser Support-Konzept, und allein deswegen können Sie sich auch vorstellen, was es heißt, eine neue Version einzuführen. Wenn jetzt zum Beispiel
ein neues Mail- und Kalendering-System kommt mit dem neuen Linux-Client, den wir Ende November releasen werden, dann ist damit möglich, den wirklich kriegt man den Fat-Client über KDE4, den man dann, dass man auch den Fat-Client nutzen kann, standardmäßig wird es wahrscheinlich der Web-Client werden, damit wir halt auch die Supporte über die anderen Releases hinüber gewährleisten können. Das ist das Setup, was wir da gerade pflegen. Im August, als ich letztes Mal nachgeguckt habe, hatten wir ungefähr 15.600 Linux-Clients und 4.000 Windows-Clients. Und wir haben natürlich die klassischen stationäre, wir haben mobile und wir haben natürlich Telearbeitsplätze. Das ist so das Setup, was wir haben. Und ich hoffe, das hat Ihnen auch jetzt mal so ein bisschen verdeutlicht, wo wir, warum wir, wie hieß es so schön, für die fachfremde Meinung eines Juristen, warum es da bei der IT nicht so aussieht, wie sich das so ein Jurist wünscht. Das Gute mit Open Source ist immer, ich habe eine Wahl. Das Schlechte mit Open Source ist, ich habe eine Wahl. Wir standen drittes Quartal 2011, sah der Office-Entwicklungszweig anders, also aus unserer Sicht wie folgt aus. Wir hatten das Problem, dass wir auf der einen Seite die sehr junge Community LibreOffice hatten. Wir hatten den Bruch von OpenOffice zu Apache Office. Wir hatten die Erfahrungen, die wir mit OpenOffice bis dahin gemacht haben. Und wir waren gezwungen, uns zu überlegen, wie geht es denn jetzt für uns weiter aus der Entwicklungssicht. Klar, das Rollout für die Referate braucht länger. Und das LibreOffice 4.1.6 wird jetzt mit unserem neuen Linux-Client rauskommen. Linux ist für uns klar das führende Betriebssystem, dann zieht der Windows-Client nach. Aber das ist jetzt eine signifikante Vorlaufzeit. Aber wir mussten zu dem Zeitpunkt, haben wir uns entschieden, welche Office-Version wir denn brauchten. Und wir hatten Fragen wie, wie geht das mit den Communities weiter, wie sind ihren Entwicklungsprozesse, welche Organisationen, Firmen, Kunden nutzen die jeweiligen Produkte, haben wir Zugriffsmöglichkeiten auf den Communities? Haben wir Einflussmöglichkeiten? Wir hatten ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Posten von Patches, wie die dann behandelt werden und wann wir irgendwelche Fixes bekommen. Wir hatten also sehr die Erfahrung, wir hatten über die offizielle Community sehr geringe Einflussmöglichkeiten. Klar, und was heißt das eben generell noch, wie das dann mit dem Support aussieht? Und wir hatten dann damals, zu dem damaligen Sachstand, hatten wir, als wir uns entschieden haben, haben wir die Document Foundation gehabt auf der einen Seite, die Apache Office Software Foundation auf der anderen, die jeweiligen unterschiedlichen Unterstützer, die unterschiedlichen Lizenzen, über die wir immer wieder gestolpert sind, gerade auch über die im Rahmen der Open Source Business Alliance. Und wir waren uns auch nicht, für uns war das Lesen in der Glaskugel, wie geht es denn jetzt mit den Releases weiter, die neu gegründete, auf der einen Seite die neu gegründete Community, die sich gerade etabliert hat. Und ich weiß nicht, der eine oder andere, der erinnert sich vielleicht an die erste LibreOffice-Tagung in Paris. Und wenn man jetzt Paris versus Matthias jetzt hier in Bern vergleicht, also das sind Klassen, die sich da jetzt auch allein aus der Sicht der Tagung, wie sich die Community sehr positiv weiterentwickelt hat. So, wir haben, damit das Glaskugellesen nur begrenzt notwendig war, und ich bin der Meinung, wir haben damals die richtige Entscheidung getroffen, wobei wir noch viel zu tun haben, aber das später, haben wir damals die Anforderungen aufgeschrieben, die wir an eine neue Office Suite stellen. Und wir haben bei vielen von den Fragen, bei den Anforderungen, die ich jetzt mit Ihnen durchgehen möchte auf den nächsten drei Seiten, haben wir damals keine Antwort gewusst für beide Communities, weil beide relativ neu waren. Wie geht das mit den nächsten Releases weiter? Wie geht das mit den Security-Patches weiter? Wie wird die Stabilität sein? Wie verhält sich die Community? Wie gut haben wir Zugriff darauf? Wir haben maßgeblich Vermutungen gehabt, aber das war die Basis, auf der wir sie getroffen haben. Und ich denke mal, wie gesagt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Die Anforderungen sind nicht nach Priorität durchgängig geordnet, sondern nur die ersten. Das Wichtigste ist natürlich, viel heute auch schon, dass wir eine stabile Office-Version brauchten zum langfristigen Einsatz. Also wie gesagt, wie es leider so ist gerade, und ich gehe davon, ich weiß, dass es besser werden wird, aktuell setzen wir noch die Office 3.2.1-Version ein. Das ist einfach schon eine wirklich lange Zeit. Wir gehen immer davon aus, dass wir eine Office-Version für beide Plattformen gleich einsetzen können. Wir benötigen schon Office-Versionen als Vorab-Version zum Testen und wir benötigen Office-Versionen, die unseren städtischen Sicherheitsregelungen entsprechen. Und da haben wir mittlerweile ein
durchgängiges Prozedere, was einerseits über eine Herstellerauskunft allgemeine Kriterien abfragt, andererseits natürlich spezielle. Also die allgemeinen Kriterien sind sowas wie sensibel ist Security, wird Security in der Entwicklung des Produktes behandelt oder in welcher Form werden kryptografische Algorithmen genutzt oder wie wird mit Authentifizierung allgemein umgegangen, welche Verzeichnisdienste werden unterstützt und konkrete Fragen sowas wie gibt es Calling-Home-Funktionalitäten, gibt es irgendwelche Backdoors für irgendwelche Update-Verfahren, gibt es Fernwartung? Das sind dann konkrete Fragen und diese müssen dann auch mit dem jeweiligen Produkt durchgegangen werden. Das haben wir fürs LibreOffice auch durchexerziert und das hat auch sehr gut funktioniert. Welchen Zugang wir für die Community haben, war für uns zentral. Das war damals eine Bauchentscheidung, basierend auf ersten Indikatoren, aber ich denke, das war auch eine gute Entscheidung. Die Frage war, wie aktiv ist die neue Community bezüglich Patches? Wie geht die Weiterentwicklung von Features? Wie dynamisch ist die Community? Haben wir vielleicht sogar in Deutschland Zugriff auf die Community? Das war uns auch wichtig. Und wir hatten aufgrund unserer schlechten Erfahrungen, hatten wir auch den starken Wunsch, dass wir bei Bedarf auch direkten Kontakt mit den Community-Mitgliedern austauschen können, wenn wir selber Contributions machen oder wenn wir einfach Defects haben. Und da ist natürlich so eine Art von Konferenz hier dazu ideal. Frage war auch, wer nutzt es im Weiteren? Und da war immer die Debatte Open Office, LibreOffice, auch von den Organisationen her. Wie stabil ist die Oberfläche über die Versionen und wie hoch ist die Kompatibilität ODFO, XML? Wir hatten damals in Paris, haben wir die Auskunft bekommen von dem Apache Office Team, dass sie auf die Symfony-Oberfläche gehen wollen. Das kam aus ziemlich prominenten Munden. Die Symfony-Oberfläche war zu dem Zeitpunkt also aus meiner Sicht wirklich die einfachere und auch die bessere Oberfläche. Aber der Punkt ist, die Einführung einer Oberfläche in einem städtischen Bereich, wie wir es sind mit der Anzahl von Usern, erfordert einen signifikanten Schulungsaufwand, hat einen unwahrscheinlich hohen Aufmerksamkeitsgrad, weil das halt das zentrale Produkt ist. Und von daher war das für uns das klare Kriterium, dieses nicht zu tun, nicht OpenOffice zu wählen, weil wir ansonsten Nachfolgekosten, Sorge, Arbeit gehabt hätten, diese signifikanten Oberflächenänderungen wieder einzufangen. Also das war eine von den klaren Kriterien, die damals gegen OpenOffice waren. Wir haben natürlich eine Reihe von Anforderungen, was das Patch-Management angeht. Wir wollen einerseits unsere zahlreichen eigenen Patches sinnvoll einspielen können, die auch upstream stellen können, dass sie auch eingebaut werden. Die Frage ist, durch welche Community-Prozesse kommen wir sinnvoll an die Patches. Und wenn wir, wie es jetzt zum Glück der Fall ist, jetzt komme ich nachher später noch drauf, für die Mail-Merge-Sachen haben wir jetzt signifikant Patches eingestellt, genau. Die Developer sitzen hinten, haben dankenswerterweise die ersten 20 stehen jetzt upstream, die müssen jetzt gereviewt werden. Da muss jetzt jemand dran, die wollen wir natürlich nicht so einchecken, weil es signifikante Änderungen sind. Und die nächsten 30 plus, die kommen. Also da, das ist einer von den Punkten, das klappt noch nicht so richtig, ist auch gerade dabei, aber da ist noch Sand im Betrieb. Das Development hat sich damals natürlich gewünscht, dass wir einen geringen Aufwand bei der Erzeugung von den eigenen Office-Builds haben, dass Debug-Informationen bei den Builds eingebunden werden können, dass wir Fehler sinnvoll einfach reporten können, Nachvollziehbarkeit in dem Rahmen der Changelogs haben in den LibreOffice-Versionen, OpenOffice-Versionen. Das ist meines Wissens auch noch nicht so, wie wir uns das letztendlich wünschen. Klar, und wir wollen immer Zielsetzung das Produkt einsetzen mit möglichst wenig integrativen Änderungen. Die letzte Seite der Anforderung bezieht sich maßgeblich auf die Anwendungen, die wir haben. Wir haben den Wollmux als Vorlagensystem, das ist das zentrale Tool bei uns für unsere Office-Anwendung. Das muss natürlich über die UNO-API weiterhin funktionsfähig sein oder mit wenig Änderungen wieder funktionsfähig gemacht werden können. Wir haben Vorlagen, die wir im Rahmen der Migration erfolgreich erstellt haben, im Rahmen von einem umfangreichen Konsolidierungsprozess, die müssen als solches weitererhalten bleiben, deren Funktionstüchtigkeit. Wir haben SAP R3-System, die Schnittstelle muss weiter tun. Und von den Makros, da liefern wir gerade standardmäßig 39 Stück aus, haben wir, die sollen natürlich auch weiterhin unterstützt werden. Und ich habe Ihnen mal so ein paar prominente Kandidaten hingeschrieben, wenn sie nicht aus der öffentlichen Verwaltung kommen. Also da sind solche Sachen dabei, wie Bearbeitung von
Bezahlscheinen oder Zusatzfunktionen für die Verwaltung von Lageplänen, Bußgeldstellenunterstützung, Elternbriefbearbeitungsmöglichkeiten. Wir haben Weiterbearbeitungsmöglichkeiten für SAP-Daten im Rahmen von der Bewirtschaftung von öffentlichen Parks. Und für der Höhenretter-Makro kümmert sich um die Überstunden für unsere Spezialeinheiten der städtischen Berufsfeuerwehr. Also das sind so ein paar Beispiele von denen, was wir natürlich erwarten, was dann mit wenig Aufwand wieder tut. Summa summarum waren das die Anforderungen, die wir in den unterschiedlichsten Konstellationen mit den unterschiedlichsten Teams diskutiert haben und haben uns letztlich für LibreOffice entschieden und werden jetzt, sind jetzt durch unseren Testprozess gelaufen. Der Testprozess wird angesetzt in diesem Umfang, wenn wir ein neues Release rausbringen, egal ob Major oder Minor. Das ist jetzt für den Linux 5.0er Client. Wie gesagt, Ende November sind wir damit durch. Wo ist Holz? Und wir arbeiten vorne in einem mittlerweile bewährten Teaming, was im Rahmen von Sprints, von Development und Test. Dann schließt sich ein Regression-Test bei uns an, bei uns im Haus, also bei uns wirklich im Bereich für die städtischen Arbeitsplätze. Dann gehen wir im Rahmen von einem Systemintegrationstest mit dem Client in unseren zentralen ITHM-Infrastrukturteil und nutzen da die Produktivsysteme. Wenn wir da durch sind, also dieser Systemintegrationstest 1, gehen wir in den Zweier-Systemintegrationstest, das heißt, nehmen das System und prüfen das in den integriert in den Infrastrukturen der Referate, also der DICAs. Da gibt es signifikante Unterschiede, zum Beispiel was die Nutzung von Shares angeht. Und letztendlich wollen wir dann, wenn wir da eine wirklich stabile Qualität erzeugt haben, wobei dann immer die Frage ist, mit welchen Severity 1 oder 2, am liebsten gar keine Bugs, aber es gibt dann eventuell doch was, woran wir als Arbeitsplatzteam nichts ändern können. Das Ziel ist, mit möglichst hoher Qualität gehen wir dann in den User Acceptance Test, damit da die Fachanwender ihre Fachanwendungen starten können und dann mit ihren produktiven Daten dann auch ausprobieren, dass das System so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Und wenn wir durch diesen ganzen Test durchgegangen sind, und dann können Sie sich auch vorstellen, dass das für die zentrale Anwendung, was die Office-Anwendung bei uns natürlich ist, dass das dann ein ziemlicher zeitlicher Vorlauf ist und da sind wir zum ersten Mal dann Ende November mit durch. Das ist dann der erste flächendeckende Einsatz im Rahmen von einem Linux-Client, das wir anbieten können. Last but not least, welche Stellenwert hat für uns die Arbeit in der Open Source Business Alliance im Rahmen der Arbeitsgruppe Interoperabilität? Wir hatten mal Schritte identifiziert, dass wir in einer Community von ganz unterschiedlichen, maßgeblich öffentlichen Organisationen, dass wir sagen, wir setzen uns erst zusammen, nehmen unsere Probleme her, clustern die, priorisieren die, machen dann Request for Proposal, machen dann eine Auswertung, machen einen Vertrag, dann im Rahmen von der Implementierung kümmert sich dann auf Use-Case-Ebene jeweils die einzelnen Organisationen um die Abnahme, um das Verfolgen und die Abnahme letztendlich. Und dann ganz zum Schluss wird der Source Code publiziert, upstream gestellt und steht dann allen zur Verfügung. Das ist die Idee gewesen und die grundlegende Idee ist dabei auch, dass wir das sowohl für OpenOffice wie auch für LibreOffice tun. Und da gab es aufgrund der Lizenzproblematik und aufgrund des Teamings immer wieder signifikante Probleme. Und wir haben den ersten Zyklus, den wir haben seit 2013, haben wir es auch nicht geschafft, die Verbesserungen auch ins OpenOffice zu bringen. Das ist alles ausschließlich im LibreOffice gelandet und das sind maßgeblich. Sie können das da auf dieser kleinen Url unten rechts stehen, die Details, was wirklich da maßgeblich in der 3.6er-Version dann an Interoperabilitäts-ODF, OXML Verbesserungen mit reinkam. Unten auch eine kleine Liste von all den Institutionen, die beteiligt waren. Das Schweizer Bundesgericht steht natürlich auch drauf. Jetzt bei der zweiten Runde haben wir uns wieder getroffen, Ende letzten Jahres in Stuttgart und haben gesagt, was brauchen wir denn jetzt? Ganz oben auf der Liste stand die Verbesserung von Serienbriefen. Wir haben gesagt, wir müssen allgemeines Paragraphenhandling im Writer verbessern. Wir wollen, dass Style-Möglichkeiten in allen Writer-Elementen zur Verfügung steht. Wir müssen verbesserte Diagramme haben. Wir wollen Pivot
Funktionalität nutzen, Pivot-Funktionen nutzen. Wir wollen Plausibility-Checks haben und letztendlich haben wir als Use Case 8 auch angesagt, dass wir eine Spezifikation für das Tracken von ODF, von Changes im ODF-Standard entwickeln wollen. Das war das, was letztendlich als Request for Proposal rausgegangen ist und wo wir jetzt dabei sind zu sagen, das abzugrenzen. Wir haben jetzt aufgrund der Zeitspanne und aufgrund der Dringlichkeit, die wir jetzt auch im Linux-Projekt hatten, am Use Case 1 ist bei uns signifikant was passiert, habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Und jetzt abschließend, wie haben wir jetzt endlich LibreOffice eingeführt. Wir haben damit angefangen, dass die Branddirektion bei uns stand und sagte, wir brauchen signifikant häufig, dass wir Videos in unsere Präsentationen einarbeiten, weil sie im Rahmen des Brandschutzes neue Menschen schulen. Und das ging mit unserem alten OpenOffice 3.2.1er nicht. Da haben wir ihnen das LibreOffice 3.6er angeboten. Dann gab es so erste Pilotierungen damit. Dann haben wir weiter geguckt, aufgrund der Abhängigkeiten von den Fachverfahren an das Office gab es halt eine Reihe von Problemen. Wir haben Probleme bei der Nutzung unseres Briefkorbs gehabt und die LHM-Briefkorbs und maßgeblich die Probleme beim Seriendruck. Wir hatten Stabilitätsprobleme, wir haben Datenverlustprobleme gehabt, also Beispiele schließen vom LibreOffice nach Änderungen, wird nicht gefragt, ob man nochmal speichern soll, ist jetzt für die User nicht akzeptabel. Wir hatten Performanceprobleme, das war so die Problemliste, die wir in den letzten anderthalb Jahren, war das jetzt schon, ne? Guckt, genau, anderthalb Jahren so in aller Kürze gehabt haben. Wie wir jetzt damit umgegangen sind, die Unterstützung des Briefkopfs, das ist von unserem tüchtigen Development gefixt worden. Seriendruck, da waren wir, da ist viel Mühe und viel Arbeit reingegangen, das funktioniert. Bei Stabilität und Performance haben wir immer noch Fragezeichen, das heißt, da sind signifikante weitere Entwicklungen, auch unter Zuhilfenahme, denke ich, von den Möglichkeiten, die wir bei Dienstleistern haben, gefragt. Das heißt, offene Punkte für uns aktuell sind für die Nutzung von LibreOffice, dass wir die Seriendruck-Patches gereviewt kriegen, aber ich denke mal, da sind wir schon passend in der Queue, und dass wir, dass generell das Prozedere verbessert wird, dass die Nachhaltigkeit von Patches gewährleistet wird durch die internen Entwicklungsprozesse. Da gibt es häufiger Probleme, da gibt es Brüche. Das sind die Sachen, die wir auch noch sehen. So, damit bin ich soweit durch. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen Einblick gegeben und auch woher das kommt, dass Sie so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Und maßgeblich dann unser Einsatz von LibreOffice, OpenOffice und unser Wunsch, kann ich mich dem Bundesgericht nur anschließen. Das ist so der Traum als User, als benutzende Organisation, und das wird auch, diese Vorstellung wird auch nicht verschwinden. Sehr gut.